Ich werde springen. Ich werde springen. Ich kann das nicht mehr tun. Ich springe jetzt. Ob ich krieche. Wow. Ah, schau, der kann das ja noch. Metallschrott, ist das wert? Da wird doch sicher was sein, was es wert ist. Teile, die ich alle einzeln aufhebe und nicht alle zusammen. Magnesiumfackel. Die war, glaube ich, für dunkle Orte. Ergibt Sinn. Ich weiß nicht, warum es hier reicher Magnesium ist. Einzelne Zigaretten kann man auch aufheben. Die kleinen Monster habe ich noch in Erinnerung. Die waren komischerweise ziemlich stark. Oh, das dauert. Ich glaube, ich kann normal runterhopfen. Kann ich leiden? Ja. Das war nicht der Move. Habe ich jetzt Fleisch gebraten? Oder habe ich das Fleisch einfach genommen? Ich weiß, ich kann es essen. Wo ist mein gebratenes Fleisch? Patrick hungrig. Oi. Gegenstände. Gebratenes Fleisch. Benutzen. Das heilt mich, oder? Ja. Sehr schön. Ich habe Klerikerwaffen aufgehoben. Schlafen kann ich auch. Ah, kommt es? Verfolgt es uns? Du rast, Monster! Das Vieh mache ich platt. Oh! Das hat mich erwischt. Das hat scheiß Schaden gemacht. Oh, sehr gute Arbeit. Alles alleine gemacht. Gute Arbeit, Duras. Duran, Duran. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Komm, hat sich das ausgezahlt? Es hat sich nicht ausgezahlt. Ich bin den Kampf geflohen. Das hat sich ausgezahlt. Also los. Okay. Oh je. Ich hätte alles in Austausch stecken sollen. Oh je, sie wollen mich beide. Oh, ich pariere fast nie. Okay, passt. Oh je, Combat. Ich bin kein Combat-Spieler. In diesem Spiel. Fertig. Wird hauptsächlich geredet dann. Und die Fights am Gang. Vielleicht hau ich mal in Magic rein diesmal. Letztens bin ich ja wirklich auf den Nahkampf gegangen. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr diese Skills habe. Wohl Nahkampfwaffen findet man am meisten. Wow. Guter Dog. Ausdauer ist ein großes Problem. Kleiner Beißer. Ich weiß gar nicht, ob die Wappen. Es kann weitergehen und wir schauen ins Haus hinein.
Köcher. Viele Pfeile finden wir. Okay, ist sonst noch was Interessantes hier? Zigaretten. Wird ja alles verkauft gleich. Du raus! Nein! Monster! Versuchen wir es alleine. Komm schon. Ich weiß nicht, ob der Block sich ausgezahlt hat. Vielleicht doch lieber dodgen. Gute Hilfe. Okay. Hopp, der nächste kommt. Weiter jump. Du Ras. Sei nicht Ball jetzt. Das nächste Viech kommt. Okay. Naja. So schwierig ist der Combat dann doch nicht. Was haben wir hier? Schlechte Beleuchtung haben wir. Fluchtenschrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Wurscht, wir riskieren rein in da. Ein bisschen gebratenes Fleisch. Irgendwo habe ich meine Magnesiumfackeln. Magnesium. Werkehose. Wo sind die Magnesiumfackeln? Da sind sie. Quickslot runter. So. Wirklich. Okay, doch. Kann ich wieder den Trank umwechseln? Yep. Oh, wirklich? Wirklich? Das war doch nicht so schwer. Okay. Oh mein Gott. Ich habe meine Tastenkombinationen schon überall verwirrend vergessen. Aber ich glaube, wir werden nicht so viele Missionen in der Berserker-Hauptstadt machen, sondern hauptsächlich verkaufen und dann in die Wüste. Ja, komm, lass mich nehmen. Okay. Ich weiß nicht, warum das noch immer ein Problem ist. Da eine Leiche. Ruby. Nein! Nicht Ruby. Wo ist sie mit dem Klebeband? Das schaut nicht gut aus. Was zum Teufel? Das war kein schöner Tod. Nein? Das war auch kein schöner Tod. Die Outlaws sind schon am Verrecken, wollte Outriders sagen. Auch ein Spiel, was ich zurzeit viel spiele. Weil wir kriegen Loot. Kleiner weißer Stein, Metallschrott. Ich weiß gar nicht mal, was man den Schrott alles braucht. Aber die Gegend schaut so ziemlich sauber hier aus. Und wir können reingehen, looten. Wäre Loot hier drinnen, könnten wir reingehen, looten. Okay, ich hüpfe mal nicht ins Wasser. Ich habe das Gefühl, ich hoffe, er ist Jake. Kann nicht schwimmen. Das glaube ich zumindest. Oh, meine Lieblingswaffe. Der Besen. Danke für die Unterstützung, Duran. Gelootet. Also los. Gehen wir weiter. Also los, gehen wir weiter und trinken mal was.
Ja. Nicht so gesprächig. Das Monster wird anscheinend ignoriert. Er rennt sowieso wieder weg. Ich kann dem Monster eine Magnesiumfackel auf den Kopf werfen. Der Typ hat komische Trizeps. Da drüben ist ein kleiner Turm oder Haus, aber ich sehe schon da. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Okay. Wir werden einfach ohne Plan rumrennen und flennen. Bisschen was verkaufen und dann mich auf den Weg machen. Ich weiß, es gibt ewig viele Missionen hier drin. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Sieht aus wie ein Alp? Besonders Elex verseucht siehst du jetzt nicht aus. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen?
Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. Da wird zu viel geredet in dieser Stadt. Wen haben wir hier? Ein Setzer, Setzerin. Da setzt seine ewig viele Nebenmissionen. Und ich glaube, ich werde gleich als erstes mal ein bisschen handeln gehen. Schauen, ob wir wen finden, wo er leichte Nebenmissionen gibt. Kriegerin, die redet nichts mit mir. Das ist eine Händlerin, wo man gleich dann was stehlen kann. Was gibt's hier zum Stehlen? Kann ich was für dich tun? Anleitungen. Krug, Schlangenbiss. Oi. Wir werden es riskieren vielleicht. Zuerst Wenn mal mit ihr reden. Wenn du dich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen. Ich kann es jedenfalls nicht. Kopfrechnen ist schon ein bisschen viel verlangt. Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Oh, ich mag sie. Sollte ich vielleicht doch nicht bestellen. Ich glaube nicht, dass ich die Persönlichkeit habe, nein. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Bring mir etwas bei. Natürlich. Das kostet nun mal immer Geld, oder? Oh. 2 Lernpunkte, aber ich kann nichts lernen. Intelligenz, Gerissenheit. Okay, Gerissenheit fehlt. Oh. Vielleicht ein anderes Mal. Und zu wenig Elixid. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Wir handeln jetzt. Verkaufen.
Was machen wir ein anderes Mal? Handgranate? Wo ist denn die denn her? Das machen wir ein anderes Mal. Wir gehen uns jetzt noch eine Mission umschauen. Sie gibt, glaube ich, eine Mission. Nein? Ja. Du bist doch eine der Neuzugänge, richtig? Ist das so offensichtlich? Ach, ich bin auch erst seit kurzem hier. Ich habe genauso aus der Wäsche geguckt wie du. Mit den Kräften am Ende und halb tot, als ich endlich die Befestigungsmauern erreicht habe. Hätte gerne mehr als nur einen Holzknüppel gehabt, um mich zu verteidigen. Das kommt mir bekannt vor. Nicht wahr? Die Vorzüge einer Plasmawaffe sind manchmal eben nicht von der Hand zu weisen. Aber das sieht bei weitem nicht jeder hier so. Jedenfalls kann ich froh sein, dass sie mich aufgenommen haben. Sah ziemlich mitgenommen und nicht gerade vertrauenserweckend aus. Aber der Schutz kam zu einem Preis. Meine Sicherheit für ein Gesetz, das mehr Einschränkungen als Freiheiten auferlegt. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Man mag kaum glauben, wie viel Arbeit hier anfällt. Hier kann man keine Maschine hinstellen, die einem die Arbeit abnimmt. Alles wird per Hand gemacht. Gut für die Muskeln, schlecht für den Geist. Dabei wäre es für alle das Beste, wenn man sich mit den Klerikern verbündet. Stattdessen werden alle mundtot gemacht, die auch nur daran denken. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also mach dich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Was ist das? Ich dachte, er hat eine Mission für uns. Nein, okay. Wir sehen uns später, wie er schon gesagt hat. Folge vorbei dabei. Warte mal. Wache, wach, Setzerin, ja, Folge vorbei.